Dieses Video ist für alle diejenigen, die bereits einen Hund haben, der apportieren kann oder zumindest einen Ball hinterherhetzt und ihn zurückbringt. Und zwar soll es hier dabei darum gehen, selbst in solcher Hetzjagd ein bisschen Disziplin hineinzubringen, indem man den Hund einfach warten lässt. Und hier beginnt auch schon die Übung, nämlich besteht sie aus 4 Schritten. Das ist zum einen der Befehl Heel. Der Hund muss um einen herumgehen, wie man hier sieht. Er soll sich dann hinsetzen. Bleib, also warten, man wirft den Ball, wartet eine bestimmte Zeit und schickt ihn dann mit dem Befehl Such oder Such verloren hinter dem Objekt hinterher. Das Schöne dabei ist, dass der Hund nicht einfach nur einem Objekt hinterherhetzt, sondern er unter anderem auch zum Beispiel hier in einem hohen Gras relativ lang suchen muss und dadurch auch seine Nase anstrengt und nicht nur seine Augen. Da sich dieses Video an die Leute richtet, die ihrem Hund das Sitzen beigebracht haben, als auch das Apportieren. Hier der kleine Hinweis, wie man den Hund zum Warten bringt. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Während man wirft, hält man den Hund ganz leicht am Halsband fest. Wenn er versucht, den Ball hinterher zu hetzen, hält man fester, sodass er nicht hinterherkommt, sagt Nein und schickt ihn wieder ins Sitz zurück. Wenn er das macht und entspannt ist, kann man ihn mit einem Such oder Such verloren oder jenem anderen Befehl zum Hetzen auffordern. Umso öfter man das wiederholt, desto sicherer wird man und man merkt relativ schnell, ab welcher Situation man die Hand vom Halsband lassen kann, während man wirft. Für alle diejenigen, die mit ihrem Hund noch am Anfang stehen oder einfach noch nicht so weit sind, die kann ich beruhigen, denn die einzelnen Schritte und vor allen Dingen der Befehl Heel, das heißt das Herumgehen des Hundes um den eigenen Körper und Sitzen neben der eigenen Körperachse, wird unter anderem ein Video der nächsten Folgen sein. Und dann wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss!